Beim Training am Sonntagvormittag war der Mannschaft um Cheftrainer Niko Kovac die betrübte Stimmung wegen zweier am Abend zuvor bestätigter Diagnosen anzumerken. Corentin Tolisso erlitt beim 3:1 Heimsieg gegen Leverkusen am Samstagnachmittag einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie. Rafinha nach einem groben Foul einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk. Es ist schade, es ist traurig, es hat uns alle sehr betroffen gemacht. Es ist leider so im Berufsfußball, dass es Verletzungen gibt, aber wir hoffen, dass sie schnell wiederkommen, beziehungsweise dass sie dementsprechend auch noch stärker wiederkommen, auch mental stärker wiederkommen, gerade beim Coco. Der französische Weltmeister und Torschütze zum 1:1 gegen Leverkusen wird leider monatelang ausfallen. Rafinha wird dem FC Bayern mehrere Wochen fehlen. Die beiden Verletzten erhalten auf ihrem Genesungsweg natürlich die volle Unterstützung vom gesamten Verein. Ja, es ist ganz klar, dass das komplette Team, aber auch der komplette Club und sicherlich auch unsere Fans den beiden alles Gute wünschen, dass sie schnell wiederkommen. Ich glaube, Rafa wird es sehr viel eher werden als noch beim Coco. Wir werden jetzt versuchen, das erst einmal ohne die beiden hinzubekommen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es auch hinbekommen. Hoffentlich bereits gleich am Mittwochabend bei Benfica Lissabon. Am Sonntagvormittag wurde an der Säbener Straße die Vorbereitung aufgenommen. Das Ziel für den Champions-League-Auftakt klar. Wir beim FC Bayern München wollen alle Spiele gewinnen, das ist unser Anspruch. Das haben wir gestern auch nach einer Länderspielpause dann auch geschafft. Das ist wichtig, mit einem Selbstvertrauen, mit einem guten Gefühl nach Lissabon zu fliegen, denn es ist ein ganz anderes Spiel. Wir spielen auswärts in der Champions League gegen einen wirklich sehr guten Gegner. In der Hauptstadt Portugals will der Deutsche beim portugiesischen Rekordmeister dann genauso auftreten wie bisher in der Bundesliga, wo der FC Bayern nach dem dritten Sieg im dritten Spiel ungeschlagener Tabellenführer ist. Wir müssen uns dort auf jeden Fall wieder so präsentieren, wie wir es im Moment in der Bundesliga tun. Denn sollten wir das nicht tun, wird es Probleme geben. Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft das hinbekommen wird und dass wir hoffentlich mit dem Sieg dann auch in die Champions-League-Gruppenphase gehen. Die Mannschaft von Niko Kovac scheint dafür richtig gut in Schuss zu sein. Das war auch beim Sonntagstraining zu bemerken. Ebenso wie vor allem auch die volle, geschlossene Unterstützung von David Alaba und Co. für ihre verletzten Teamkollegen Corentin Tolisso und Rafinha. Hey Boys, ich wünsche euch eine gute Besserung. Wir drücken euch die Daumen, dass das wirklich schnell geht und wir stehen hinter euch. Und ja, alles Gute, euer David.